Besuchen Sie die Webseite gmx.net. Wechseln Sie auf den Link E-Mail und Cloud. GMX gehört dem Verbund E-Mail Made in Germany an. Dies hat den Vorteil, dass Ihre persönlichen Daten nach strengsten Datenschutzrichtlinien gespeichert und verarbeitet werden. Gehen Sie nun auf Jetzt registrieren. Geben Sie bei Ihren persönlichen Daten zunächst Ihre Wunsch-E-Mail-Adresse an. Ist diese bereits vergeben, ändern Sie Ihre Wunsch-E-Mail-Adresse durch Hinzufügen weiterer Daten, zum Beispiel Ihr Geburtsjahr. Fahren Sie anschließend mit der Eingabe der persönlichen Daten fort. Wählen Sie anschließend ein Passwort. Es sollte aus mindestens 8 Zeichen bestehen und Buchstaben, Symbole und Zahlen enthalten. Wiederholen Sie Ihr Passwort. Der grüne Balken zeigt Ihnen an, dass Ihr Passwort als sicher eingestuft wird. Geben Sie nun eine Mobilfunknummer an. Beantworten Sie anschließend die Sicherheitsfrage. Es werden Zeichen verfremdet abgebildet. Sollten Sie die Zeichen nicht entziffern können, wählen Sie eine neue Zeichenfolge. Beachten Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen und stimmen Sie diesen anschließend zu. Damit legen Sie Ihr E-Mail-Konto an. Sie werden in Ihrem neuen E-Mail-Postfach bei GMX begrüßt. Wechseln Sie direkt in Ihr Postfach. Gehen Sie auf Direkt loslegen und schauen sich Ihre Begrüßungs-E-Mail an. Anschließend klicken Sie auf E-Mail schreiben und starten Sie mit dem Verfassen Ihrer ersten E-Mail.